Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Pokémon Severn Region Log. Wir sind wieder hier in Pokémon Epsilon, Pokémon Y. Ne, dieser Pokémon Y der Woche ist natürlich auch einfach, warum ich schon in Versuch 4 inzwischen bin, ne? Erster RIP durch Datenverlust, ne? Mir ist einfach die Mod abhanden gekommen. Und die zweiten und dritten Läufe sind einfach gestorben wegen Game Over. Im zweiten Run habe ich es wenigstens noch bis zum ersten Arena-Leiter geschafft. Im nächsten Run, den ich jetzt gespielt habe, da habe ich es gerade noch nicht mal mehr bis zur Arena geschafft. Da sah ich lieber nichts zu, Leute. Und Failie for you, guten Abend. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallöchen. Willkommen in der YouTube-Aufnahme. Ja. Wir gehen heute in den Nuvaria-Wald und hoffen, dass ich hier ein cooles Pokémon finde. Das wäre schon schön. Ich würde es mir wünschen. So, nebenbei nehme ich natürlich die ganzen Items hier mit. Ein Donnerstein, das ist gut. Und Kana verteilt schon wieder Schläge. Warum denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Na, ich bin ein braves Kind. Ich habe doch gar nichts gemacht. Kai ist sich da nicht mehr so sicher. Ich glaube auch. So, schnell mal hier das Item mitnehmen. No, nicht kämpfriesen. Eine Hörntafel mit Öl. Alles gemein, ja. Alles ist immer nur miam. Hörntafel finde ich gut, ja. Kannst auch Hürentafel sagen mit Ü. Geht auch. Und da bin ich schon wieder gemutet, weil Kana mich schon wieder geärgert hat. Einfach um die Free Hugs zu kontern. Aber Ran hat mir doch Free Hugs da gelassen. Kana, gönnst du mir einfach keine Free Hugs? Das finde ich aber nicht so nett. Hirn ist fast noch besser. Ja, ich habe bei I-Wörtern so Birne und Kirche und Kirsche und so, betone ich das nicht so wirklich wie so ein I, sondern eher wie so ein Ü oder so. Das hat Fenrir schon ein paar Mal angemerkt und ich denke mir so, ja, ist halt so. Ne? Man spricht ja auch nicht Kirsche oder Kirche aus oder Birne, sagt ja keiner. Da sagt auch keiner Gehirn, sondern Gehirn. Das ist halt einfach nur ein stummes I oder ein schwach betontes I. Es ist ja auch kein IE. Von daher macht das aus meinem deutschen Verstand schon durchaus Sinn. Na, für mich zumindest. So, aber das Thema hatten wir auch schon mal, Leute. Und ja, wenn es jetzt hier im Busch irgendwo was gibt, dann soll das so sein, ne? Aber erstmal grab ich mir hier Items ohne Ende. Stumm ist es nicht unbedingt, das stimmt. Naja, stumm nicht, nee, aber halt schon so ein unbetontes, ne? So ein nicht langes I halt, ne? Oh mein Gott, es ist wirklich ein Karpador. Bruh. Ein Karpador. Ach, Mann, oh, ich hab's schon fast geahnt irgendwie. Das hatten wir hier schon mehrmals in dem Gebiet. Ja. I guess I take it, ne? Also Steven denkt sich so, ja, nehme ich. Karpador im Wald. Fail, das hier ist ein Randomizer. Steht auch im Titel oben drin, ne? Das heißt, hier kann alles auftauchen. Einfach alles. Aber natürlich mit ähnlicher Stärke gerandomized. Das heißt, Pokémon, die schwach sind hier im Wald, sind auch durch andere schwache Pokémon ausgetauscht. Damit man nicht so früh irgendwie broken Pokémon bekommt und dann einfach nur durchrennt. Ah, wieso? Ah, was ist los? Wer hatte Spielzeit unter 3 Stunden? Ey, Leute, ja, komm. Karpador ist cool. Auf Level 20 habe ich Gyarados. Bis dahin muss ich nur kommen. Vielleicht. So, das hat natürlich jetzt auch leider Platscher. Tolle Sache. Ich glaube, das war ein A. Verstanden. Na, hoffe ich mal. So, Leute. Ja. Ein Karpador. So, wenn Steven jetzt im Chat ist, dann soll er jetzt bitte sich melden. Ansonsten wird es nämlich, glaube ich, keiner nehmen. Steven ist der einzige Hamburger, der einzige Fischkopf hier, der bekloppt genug ist, einen Karpador zu nehmen. Weil er sich denkt so, ja, ich werde ja vielleicht mal ein Gyarados. Und ich denke mir so, ja, die Hoffnung, die stirbt zuletzt. So, ein Karpfendor, 0,9 Meter groß, 10 Kilo, ist immerhin ein fetter Fisch. Ich würd ihn wenigstens essen. Lass ihn uns einfach als Essen unter den anderen drei Pokémon aufteilen, damit die Level-Ups bekommen. So. Na, das ist wie bei Kalt in the Lämpchen. Einfach eine Opferung und ein bisschen Loyalitätsgewinn. Hm, yummy, yummy. Karpfen soll ja gutes Fleisch sein. Wo ich denke mir so, das ist ein Karpfen. Also jetzt ist es unbedingt appetitlich, sieht der Fisch nicht aus. Und er soll voller Gräten sein. So, genau deshalb werde ich mich nicht melden. Gyarados ist schon nice, aber die Wahrscheinlichkeit, da hinzukommen aktuell null, ja, schon weh.
Wäre schon wieder Ticket Goggi mit Drachen? Nee, Gyarados wird niemals ein Drachen-Pokémon. Gyarados ist ein Wasserflug-Pokémon tatsächlich. Und die Mega... Oh, siehste? Oh, Leute, das habe ich noch gar nicht bedacht. Wenn wir ein Ticket beachten, wollen wir die Mega-Entwicklung dazuzählen? Das ist eine Frage, die kann ich den Chat mal kurz stellen. Wie seht ihr das? Nehmen wir mal als Beispiel Glurak. Glurak in der X-Form ist ein Drachenfeuer-Pokémon. Würdet ihr sagen, jemand, der ein Drachenticket hat, sollte ein Glumanda kriegen können, weil die Glurak X-Edition ja ein Drachen-Pokémon wird? Wie seht ihr das? Das ist eine interessante Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ein weiteres Beispiel wäre Ampharos. Ampharos wird zu einem Drachen-Elektro-Pokémon aufgrund der Mega-Entwicklung. Sollte man das beachten? Dann wäre nämlich bei Gyarados die Frage, sollte man das Unlichtsticket beachten, weil Gyarados wird in der Megaform zu Wasser-Unlicht. Nee, weil es doch nicht mal sicher ist, dass du das Item dazu bekommst. Nee, ich denke, das auch wäre echt zu viel. Denke ich nämlich auch. Aber ich wollte nur mal fragen, ob ihr da meiner Meinung seid. Ich denke das genauso wie ihr. Ist halt ein bisschen too much irgendwie so. Also dann müsste ich halt außerdem jeden zweiten Typen bei irgendeinem Pokémon wissen und da weiß ich gar nicht, ob ich jetzt spontan alle einfallen. Also ich weiß, Altaria kriegt den Feentyp. Altaria wird nicht mehr zum Flugdrachen-Pokémon, sondern zum Feendrachen-Pokémon. Das ist komplett crazy, aber sehr, sehr stark, muss man dazu sagen. Was fällt mir noch ein, was sein Typ verändert? Eine Ampharos kriegt den Drachentyp dazu. Gevaldro kriegt einen Drachentyp dazu. Was fällt mir spontan noch ein? Glurak X, wie gesagt, ist halt Feuerdrache und nicht Flugdrache. Und wenn es um mein Unlicht-Pokémon-Ticket geht, ich möchte bitte keinen Karpador. Nee, darum ging es nicht. Es war nur so ein Beispiel, weil ich gerade überlegt habe, wegen Karpador. Und in der Mega-Entwicklung ist ja der Unlicht-Typ mit drin. Ich habe nur überlegt, ob man das dann mit beachten sollte. Aber dass du ein Unlicht-Typ-Ticket hast, habe ich schon wieder vergessen an der Stelle. So, ich gucke aber nochmal, ob es ein Wasser-Ticket gibt und ob jemand das einlösen könnte, würde wollen, tun. So, Goggi hat schon Pokémon. Lynn hat gesagt, sie möchte nicht. Ännchen hat schon Pokémon, glaube ich, ne? Oder? Also diese Ännchen wäre doch die Frage. Ännchen, würdest du das Pokémon haben wollen? Weil du hast auch noch ein Ticket und ich habe ja gesagt, ich möchte die Tickets ab jetzt einfach immer nutzen. Wenn ihr nicht da seid und ich ein Pokémon sehe, was halt irgendjemand haben würde wollen, ich würde es erstmal nach euch benennen und wenn ihr es ja nicht haben wollt, könnt ihr mir das immer noch mitteilen. Das wäre jetzt so mein neues Credo, weil ich vergesse zu oft die zu nutzen, glaube ich, wo es Sinn machen würde. Das ist scheiße. Deswegen würde ich die lieber immer benutzen, als ständig vergessen, sie überhaupt zu benutzen, ne? So rein tendenziell, ich gucke auf den Typen schon relativ häufig, aber... Ja, aber ich habe es doch schon mehrmals vergessen, bin ich ehrlich, ne? So, hat nicht noch von jemandem ein Wasserticket eingereicht? Wer war denn das? Ännchen hat ein Wasserticket eingereicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, ob Ännchen überhaupt noch da ist, ne? Aber Ännchen hat vor 2 Stunden ein Wasserticket eingereicht und ein Karpador ist schon sehr eindeutig ein Wasser-Pokémon. Weiß ich nicht. Andererseits könnte ich natürlich auch Steven fragen. Und ich bin mal so gemein und das mache ich einfach mal. Ich gehe mal schnell auf Louis Discord. Ey, Drecken. Magst du die Chance haben auf ein Karpfendor? So, mal gucken, wenn er in einer Minute reagiert, akzeptiere ich's. Was? Karpador ist ein Wasser-Pokémon? Naja, also ich habe es im Wald gefunden. Ich bin mir also nicht so sicher. Es könnte auch ein Käfer in Tarnung sein. Wissen wir es? Wer kann mir schon den Gegenbeweis bringen? Na, also ich nicht. Meine Dose ist alles. Macht mich unzufrieden. Goggi nimmt sich noch ein Pflanzenticket. Geil. Ein gutes, altes Pflanzenticket. So, also eine Minute kriegt er von mir. Oh, Steven hat instant geschrieben auf Discord. Jawohl, ja. Okay, komm. Selber schuld, du hast sie doch eben selbst weggeschüttet. Ich habe sie nicht weggeschüttet, ich habe sie ausgetrunken. Also in den Kopf geschüttet, ja, das stimmt. Gibt es für die Typen eine Begrenzung? Nö. Theoretisch nicht, nö. Also wenn du halt 20 Tickets von einem Typen einreichst, dann erkläre ich dich irgendwann für bekloppt und lösche ein paar davon und gebe dir die Punkte zurück. Das kann ich nämlich. Aber theoretisch lasse ich euch das nicht begrenzen, weil, ja, wenn du da Bock hast auf 5 Typen und du sagst, die wären alle geil für dich, dann ja, go dafür.
Du sagtest doch eben, du musst eben mal dein Energy wegschütten. Ja, in Form von, ich muss auf Toilette, ich muss mal Pipi und so. Das heißt für mich, ich muss ein Getränk wegschütten, weil ich trinke das, ja, und irgendwann muss Wasser raus. Ich weiß! Ach so, ich dachte, das muss ich jetzt erklären. Ich dachte so, vielleicht ist jemand mit der Synologie davon, dass als Mann man ab und zu mal einen Kaffee wegschüttet oder ein Bier wegschüttet. Im Sinne von, ich muss auf Toilette, vielleicht nicht geräumig, das kann ja sein. Weiß ich ja nicht. Vielleicht sagt ja der feine Leon, also ich muss mal auf die Toilette. Weiß ich ja nicht. Verstanden habe ich das schon, lul. Ja, weiß ich ja nicht, ne? Also manchmal gibt es auch Leute, die haben da echt einen Stock im Arsch und sagen, wie, was meinst du damit? Verstehe ich nicht. Das sind ja so die Menschen, denen ist Zweideutigkeit so gar nicht geläufig. Leon sagt entweder gar nichts oder er geht schiffen oder pissen. Ja, gut, verstehe ich. Ich gehe mal schiffen, das sage ich aber auch selten, muss ich sagen, ne? So. Also, Steven hat ja gesagt. Jetzt ist die Frage. Zähle ich da Ähnchen mit rein? Theoretisch hat Ähnchen ein Wasserticket. Ich weiß es nicht, wie ich mit solchen Situationen handhaben soll, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Theoretisch müsstest du es nutzen, ja, ne? Aber ich denke mir so, hm. So, ich schreibe aber Steven extra als Erinnerungsbrief später. Das ist das Problem bei Tickets. Ich weiß ja nicht, ob das Pokémon jemand möchte, ne? Wenn sie nicht da ist und dein Ticket hat, musst du es nehmen. Ja, eben, ist halt so, ne? Dafür sind die ja da, eben. Also, ja. Ich kann jetzt nicht fragen. Das ist scheiße. Also, go. Dann ab ins Rädchen, Leute. Goggi hätte noch ein Stahl-Pokémon. Oh, da musst du dich aber mit Kalli kloppen. Der will nämlich alle Stahl-Pokémon haben. Der monopolisiert die richtig. Kalli ist da ganz, ganz streng. Wenn ich jemals einem anderen Leute als ihm ein Stahl-Pokémon gebe, ich glaube, dann deabonniert er mich, dann defollowt er mich und disst alle meine Videos bei YouTube. Maike wäre auch dabei. Okay, ja, nevermind, dann ist sowieso. Dann ist wieder mal Abdi Luzi. Maike hätte gerne ein Garados. Heftig cool. Wie gesagt, ist das Risiko bei Typentickets, dass eventuell auch eins dabei ist, das man nicht will. Ja, eben. Die Frage wäre jetzt, wenn Lucy nachher sagt, Entschuldigung. Wenn Entchen nachher sagt, sie will es nicht haben, wäre die Frage, müsste ich es dann neu auslosen? Und hi Steven, grüß dich. Ey, danke für den Sub mit Prime im 54. Monat. Da muss man erstmal dabben zur Musik. Ganz cringe. In my opinion müsste sie es behalten. Nee, das habe ich gesagt. Also wenn ihr ein Ticket nehmt, für ein Pokémon, denn, yo, dann sage ich euch auch, könnt ihr gerne von mir aus zurückgeben, weil, naja, vielleicht wolltet ihr das ja gar nicht. Da finde ich das ja absolut legitim. Sonst sage ich, macht er nicht. Ich fände es nämlich nicht schön, einfach Pokémon zu nehmen und dann später zu sagen, jetzt sind sie schlecht, jetzt will ich sie nicht mehr. Weil natürlich kann man Pokémon nehmen im frühen Spielverlauf, die nicht so gut sind und die werden trotzdem benutzt, weil im frühen Spielverlauf ist das ja vielleicht gut, das Pokémon. Aber in der Liga nimmt ja niemand mehr, weiß ich nicht, Noctu mit oder so. Oder ein Tauboga oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und da fände ich es unfair, wenn man seinen Early-Game-Process abgibt und sagt, nö, ich will was Late-Game-Orientiertes. Entweder oder. Oder man wartet und nimmt am Anfang eines und am später dann was eher Late-Game-Orientiertes, ne? So ein bisschen smart sollte das schon sein. Ist ganz einfach, wenn sie gewinnt, ist es ihres fertig. Ja klar, aber wenn sie es dann halt nicht mehr haben möchte, dann hat sie schon das Recht, finde ich, zurückgeben zu wollen. Das finde ich in Ordnung. Ich fighte auch um einen Carpador, egal ob ich in der Box lande oder nicht. Ja gut, das sieht ja nicht jeder so. I don't know. Ich hab übers Ticket auch schon Pokémon gehabt, die ich nicht unbedingt meine Wahl gewesen wären. Ne, das stimmt. Aber ja, inzwischen bin ich so, ich finde es schon okay, wenn man da... Da gab es auch noch kein Rückgaberecht. Ja, also generell bin ich auch gegen Rückgabe. Aber über so ein Ticket, wenn man das direkt sagt, so finde ich das in Ordnung. Könnte ich mit leben. Ja, okay. Na gut. Also, wir lösen Ähnchens Wasserticket jetzt instant ein. Wo ist es? Zack. Und dann schmeißen wir noch Steven und Maike mit in den Pott. Die haben sich das gewünscht. Ich kann nicht schreiben. Steven. Michael. Und Ähnchen.
Louisville auch. Okay, dann schreibe ich hier Louis rein wegen seinem Grün. Ne, dann bin ich fair. So, dann mache ich hier jetzt Ähnchen rein. So, die sind, glaube ich, alle in den Top 12, oder? Weiß ich gar nicht. Nee, Steven ist Trostpreisplatz. Und zwar der allerletzte Trostpreisplatz. Ganz knapp noch. Na gut, dann kriegt Steven einen extra Bereich, Leute. Wartet. Flap. Hamburger Bonus. Rein in die Olga. Hallöchen, Bob Marley. Grüß dich. Ja, quasi. Also da ich eh alle Pokémon gut finde, passt bei mir alles. Ja, gut. Aber das, den Luxus hat ja nicht jeder. Ne? Viele sind da sehr wählerisch. Und das ist auch okay so. Das will ich absolut nicht verurteilen. Ne? Absolut nicht. So, Michael ist aktuell auch noch Top 12. Lynn und Louis und Ähnchen auch auf jeden Fall. Yo. Guti, dann passt das so. Ich mache noch wieder Copy-Paste, damit es wieder ein bisschen gröber wird hier. Ein bisschen feinspuriger. Oh, jetzt habe ich 4 draus gemacht, egal. So, das sind jetzt immer noch die gleichen Größenordnungen, aber halt nur kleiner orientiert. Und das heißt, ich kann es ja immer shuffeln. Zack. Ja, ich würde Steven schon gerne ein bisschen bunt durchmischen. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben, da ist überall mal ein bisschen was dabei. So, jetzt muss ich bloß gucken, ist jeder 4-mal dabei? Zweimal, passt, okay. So, also Leute, auf geht's für Carpador. Ich wünsche allen wieder extrem viel Glück. Und dann würde ich sagen, spin the wheel, guys. Auf geht's. Who's that Pokémon? Und es ist... Der liebe Michael hat sich einen Karpfendor gegönnt. Gönn dir. So, jetzt ist die Diskussion über Ähnchen natürlich sowieso Essig. Oh, nee, das war das Falsche. Eigentlich wollte ich das hier machen. Aber das kabbelt sich ein bisschen mit der Musik im Hintergrund. Deswegen lasse ich das mal. Und sag herzlichen Glückwunsch an Michael, der sich gerade einen Karpfendor gegönnt hat. Aber ich meine, wenn es bis Level 20 kommt, ist es ja sehr stark. Das muss man halt bedenken. Aber die Frage ist, will man das Risiko eingehen? Und die meisten denken sich zu Recht eher so, nee. Heute nicht. Wo ist denn Carpador überhaupt hier auf der Liste? Ich muss ja nur ein großes blaues Pokémon suchen da. Diesmal wohl Pech gehabt. Ja, beim letzten Mal wollte niemand Steven. Da kriegen wir, also letztes Mal hat einfach keiner Lust. Das Problem ist, ich sehe schon wieder mit den Pokémon echt nicht so die besten Zeiten hier. So, Michael, herzlichen Glückwunsch. Schweizer Bonus. Ey, ich habe so Angst, ne? Weil die Sache ist ja, ich habe euch ja gesagt, ich würde, also ich gebe jedem der zweiten Erbenstufen das Pokémon-Recht nochmal zurück. Aber ich glaube, wenn jetzt hier Alfie an der Stelle stirbt, würde ich sagen, ist die Streak auch nach einem Restart gebrochen. Aus guten Gründen. Weil Alfie, habe ich ja gesagt, kriegt ja aufgrund seiner extremen Erbstufe, weil er jede Staffel dabei war, kriegt Alfie extrem viele Bonuspunkte. Das sind prozentual, warte, ich muss ins Regelwerk gucken. Da habe ich das genauer aufgeschrieben. Wartet, ich hab's gleich. Ja, Microsoft Office, bla bla. So, Regelwerk, Erben, wo sind denn die Inheritance Clauses? Da, es dürfen bis zu 3 Pokémon nach dem Besiegen des Champs nächste Generation übernehmen. Jo, bla bla bla. So, diese bekommen ebenfalls das römische Zahlencheck in ihrem Namen angehängt. So, sollte ein Game Over eintreten, ist schon eine Generation verloren, sind fehlt noch, das ist die Regel. Wo sind denn die anderen? Das war eine von den Punkteregeln, die ist, glaube ich, war da unten. So, genau, Pokémon, die weitervererbt werden, erhalten in der neuen Region den Namen XYZ, also als Namensplatzierer, also als Placeholder. Römisch 2, Römisch 3, Römisch 4 und so weiter. Um ihre Leistung über mehrere Generationen zu würdigen, Namenspaten dieser Generation erhalten am Ende einzelner Streams 15, 10, 20%, also immer 5% mehr Bonuspunkte gutgeschrieben. Bei Kommastellen wird auf- bzw. abgerundet. Dieser Bonus geht sofort verloren, wenn das betroffene Pokémon stirbt oder ausgetauscht wird. Das heißt, Alfie kriegt inzwischen, warte, 10, 15, 20, 25, 35% extra. Gut, ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass jemals jemand so lange überlebt, bin ich ehrlich. Das habe ich nicht erwartet. Das heißt, wenn wir jemals hier in diesem Run hier, in diesem vierten Versuch Game Over gehen, ist Alfies Strähne vorbei, Leute.
Weil sonst könnte Alfie hier nämlich mit 35% jedes Mal extra Punkte sammeln und würde nochmal einen sechstes Pokémon kriegen. Und das fände ich irgendwie nicht okay. Das fände ich irgendwie nicht so in Ordnung. Das wär recht abusable, sage ich mal. Deswegen würde ich das an der Stelle mal ausklammern. So, erstmal gucken, was Michael für Typen hat. Das ist neutral. Das finde ich okay. Das ist in Ordnung. So, ja, ich denke, Michael wird heißen, wir müssen bis zum EP-Teil erwarten. Bin ich ehrlich. Aber es ist doch fies, wenn die anderen bei Restart einen neuen Erben bekommen, nur Alfie nicht. Naja, der Haken ist, Alfie kriegt ja sowieso bis nur ein normales Pokémon, aber halt mit seinem römischen Zahlentitel. Insofern er nicht gestorben ist. Aber wenn Alfie mal stirbt, dann ist ja seine Streak vorbei. So, und die anderen kriegen ja ihren dritten Erben, ihren zweiten Stufenerben, ja nur wieder, damit ich halt am Start ein paar extra Pokémon kriege und wir halt eben diesen besonderen Typ von Erb-Pokémon haben. In der anderen Staffel würde ich mir einfach auf Route 1 nochmal dieselben Pokémon nochmal holen wie beim letzten Mal. In dem Sinne halt eben ihre ausgewählten Pokémon mit römischer 2 und auf Route 1 per Cheats, ne? Das wäre ja mein übliches Vorgehen. Und das würde ich mir natürlich nochmal zurückholen. Weil sonst würde ich mir den Restart ja schwieriger machen, als es vorher war, wisst ihr? Aber das gilt ja für Alfie nicht. Für Alfie gelten ja auch sonst generell nicht dieselben Rechte. Alfie darf sich den Starter aussuchen. Die Stufe 2 Erben dürften das nicht, weil ich ja gesagt habe, dass die sich das ja sowieso einfach for free im Busch aussuchen dürfen. Das darf Alfie wiederum nicht. Alfie muss sich einen Routen-Pokémon nehmen wie der andere. Und dieses bekommt dann aber halt eben den Titel, weil es halt eben das sechste Pokémon in Row ist, was bei ihm nicht gestorben ist. Wenn er aber stirbt, ist die Reihe ja vorbei für ihn. Weißt du, was ich meine? Deswegen für Alfie würde ich diese Regel nicht anwenden. Das heißt, wenn ich Game Over gehe und Alfie geht dabei mit drauf, dann ist vorbei für ihn. Einfach auch halt sonst, weil man halt das punktemäßig sonst übel abusen kann. Das wäre nicht in Ordnung, bin ich der Meinung. So, Trainer-Action, Leute. Ich kann ja mit Goggy mal ein bisschen fighten, damit der einfach ein gutes Level hat, um gut carryen zu können. So. Los, Pommel, auf in den Kampf. Ne, so das handhabe ich jetzt so, da frage ich euch auch nicht. Weil, überlegt mal, wenn ihr 35% Bonuspunkte kriegt auf einer Edition, die jedes Mal resettet wird, weil der Streamer zu doof ist, das durchzuspielen. Ja, weiß nicht, da würde ich auch vom Glauben abschwören, du. Da wär ich aber sauer, du. So, Rabauz, du kannst nix. Du kannst nix, Brudi. Bonk. Ja, wenn du meinst. Ja, ist halt irgendwie doof halt, wenn er halt jedes Mal sein sechstes Pokémon dann wieder bekommt. Weil das soll ja schon Impact haben, wenn das halt stirbt, ne? Wenn ich die anderen Erben halt nicht übernehmen würde, würde ich mir halt den Restart in einer Edition schwieriger machen als vorher. Weil ich ja dann gar kein Erben mehr hätte. Wäre halt auch irgendwie doof. Ey, da du uns nicht fragst, brauchst du dich ja auch nicht zu rechtfertigen. Naja doch, ich will es ja wenigstens erklären, dass man halt versteht aus meiner Situation, warum ich das so handhabe. Also ich stelle mir vor, Alfie hätte jetzt jedes Mal bei jedem der drei Durchläufe vorher einen Erben bekommen, weil er sich was erfolgreich gepickt hat, einen Starter oder was auch immer, und hätte jedes Mal so um die 15 Punkte oder so 10 Punkte mitgenommen, mit einem 35% Boost, und der hätte das jedes Mal machen können. Denn wären die Punkte jetzt schon auf einem Niveau, wo ich sage, das ist ein bisschen broken. Du kannst ja nicht mit 60, 70 Punkte in eine neue Edition starten. Das ist ja wie, weiß ich nicht, muss ja Grenzen geben. So. Genauso wie ich auch gesagt habe, selbst wenn Alfie zwei Pokémon hat, dann gelten zwar für beide sein Rang der sechste oder fünfte oder was auch immer. Aber insofern er sterben sollte, mit einem von den beiden Pokémon ist seine Streak trotzdem vorbei, weil er dann ja einmal gestorben ist. So, der Death soll in dem Fall schon was Ultimatives sein. Außerdem hat das dann die richtige Dramatik, wie ich finde. So. Wir haben zwar verloren, aber trotzdem vielen Dank, Pummel. Du hast gar keinen Pummel besessen, aber ist egal, das sage ich dir nicht, ne? Dann weiß er das ja auch. Manchmal könnte man sich Randomizer so vorstellen, als wäre ein Pokémon... Als wäre ein Randomizer-Trainer einfach nur so verpeilt, dass er die Namen seiner Pokémon nicht kennt. Warte, was? Es gab hier Botogel? Crazy. Ich mag meinen Lieblingsgeschenkevogel. Find den süß. Ich mag ja auch das Minispiel Pokémon Stadium 2, wo man einfach nur Geschenke grabben muss. Ich finde das cool. Ich mag das. Das fühlt sich so ein bisschen an wie das Schlob-Sushi-Spiel. Halt nur, halt, ja, ne, so ein bisschen anders. Ich mag das auch, ja. Es ist halt einfach ein Pokémon, was keine Attacken lernt, außer Geschenk. Aber es ist halt trotzdem irgendwie sweet, ne? Also, Stadium war einfach super. Das sowieso.
No questions there. Ne, da stimme ich absolut zu. Achso, warte mal, du kannst mich heilen, ne? Ja. Ja. Also ja, ihr könnt da, also wenn jetzt alle sagen, nein, ich bin da für Einspruch, halt keine, das kannst du nicht machen, das ist unfair, dann akzeptiere ich das auch, ne? Da habe ich da nichts gegen. Also ich gebe euch, ich sag ja, ich gebe euch mit hier mit allem Mitspracherecht, gerne, gerne. Aber ja, ich habe genug Pokéball, lass mich in Ruhe. Also wenn ihr jetzt alle sagt, das findet ihr Alfie gegenüber unfair, dann finde ich das okay. Dann respektiere ich das absolut. Okay, so, noch ein Trainer. Wie sieht's aus? Ich habe Level 8, das reicht mir. Alfie versucht dein Glück. So, ich gönne mir noch ein bisschen Tee, Leute. Schmerbe. Wasserboden, ne? Ja. Ist machbar, denke ich. So, wie riecht denn der Tee noch? Oh, der Tee ist noch gut. Der Tee ist noch fein. Ich muss den nämlich auch austrinken langsam, weil wenn der zu lange in der Flasche steht, dann wird der nicht, also dann schmeckt der immer nicht mehr. Weil er dann einfach ein bisschen abgestanden ist und das ist nicht mehr so geil dann. So, kann Schmerbe auf Level 5 oder Level 6 irgendwas, was mir gefährlich werden wird? Theoretisch Wasserattacken, ne? Das Problem ist aber, Magby hat auch eine Wasserattackenschwäche. Das ist generell so ein Problem, dass meine beiden Carries beide eine Wasserschwäche haben. Ist nicht so geil gerade. Aber kann ich jetzt auch erstmal nicht viel gegen machen, ne? Solange er nicht pelzig wird, geht das noch. Nee, aber wenn er anfängt, sauer zu schmecken, dann trinke ich ihn auch nicht mehr. So schön der Apfelfeigetee von Messner auch ist, ne? Aber ich dachte so, boah, geil, war im Angebot. Und ich sag so, ja, nehme ich mit. Lehmschelle. Ah, das ist zwar jetzt so unschön, aber ist okay. Los, Alfie! Gönn ihn dir! Bomb! Ich mach die Hälfte Damage. Die Frage, kannst du schon Aquaknarre oder verarschst du mich nur? Ich könnte mir vorstellen, dass er schon Aquaknarre kann, aber das ist halt Producer, da ist Mark B auch nicht viel geiler dran, ne? Wie viel Spezialverteidigung habt ihr beide so respektive füreinander geguckt? 10. Boah, 10 gegen 14 ist schon ordentlich Unterschied, ne? Generell sieht man schon, dass Quiekel halt so stat-wise schon echt hinterherhinkt, ne? Das ist schon ziemlich krass teilweise. Also in jedem einzelnen Stat ist halt deutlich weniger im Pelz, ne? Angriff, alles schlechter. Gut, 2 Level Unterschied ist halt schon präsent, aber trotzdem. Ich habe halt hier auch nur Glut, ne? Das ist auch nicht so geil. Ich hoffe einfach for fuck's sake, dass du keine Aquaknarre hast, ne? Ich hoffe es einfach nicht. Bisher macht doch nur Lehmschelle. Das Problem ist, früher oder später wird die auch scheiße. Ja, komm, ich tausche trotzdem aus. Ist mir zu riskant, Leute. Das ist mir hier zu riskant, Leute. Ich habe jetzt schon 6 Schaden bekommen. Yeah. Ich traue dem Braten nicht. Das tat ganz schön weh. Gut, jetzt habe ich zusätzlich auch noch eine Bodenschwäche auf Goggi, ne? Auch nicht so schön, aber ja. Das dürfte aber reichen, oder? Ja, okay. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist, die Level 8 carried. Easy. Tannhill. Ich denke schon, dass ich da weitermachen kann. Ich muss halt aufpassen, ne? Das kann ja Bodycheck. Was jetzt schon nicht so schwach ist auf dem Level. Und da geht meine Glut daneben. Alter. 7 Damage. 7 mal 1,5 wäre 10,5. Also 11 Schaden ungefähr. Aber wisst ihr was? Einfach, weil ich hier nur 2 Carries habe, ich nutze trotzdem den Trank. Weil wenn ich jetzt einen Crit kassiere, das weiß ich nicht. Hab ich Respekt vor. Okay, geht daneben. Gut. So, Glut, komm schon, triff. Ja, Mann. Jawohl. Puh. Weil das Problem ist, sobald diese 2 Pokémon hier umfallen, die ich hier habe, ist mein Team komplett lost, ne? Das ist das Problem, was ich so ein bisschen daran sehe. Weil die anderen 2 können einfach nichts machen. Uff, ich fühle mich, als wenn ich einfach als Starter Abra bekommen habe, der nur Teleport kann und auf Route 1 war einfach ein Carpador, was nur Platscher kann. Und du denkst dir so, what am I gonna do? Ich sag ja, ich mach sie alle kaputt. Das stimmt, das machst du. So. Sana, heil mich mal noch. Hier, please, danke. So, auf geht's. So, hier war noch irgendwo ein Trainer, glaube ich, ne? Ja. So. Prost, Leute, ich trinke was auf euch. Schoolgirl Mieze. Der Name ist auch einfach geil.
Tackle, Boots. So, selbst wenn du blubber kannst, habe ich da nicht so viel Angst vor. Deswegen. Metagross ist tatsächlich eines meiner liebsten Pokémon. Ja, kann ich verstehen. Ich mag das auch sehr gerne. Metagross ist schon ein Banger-Pokémon. Da muss ich dir absolut zustimmen. Ein starrer Lili. Ich frage, wie viel Schaden machst du mir? 7. Au. Ja, wäre der Crit jetzt nur doppelt so stark, hätte ich da Angst vor. So, denke ich, ist das machbar. Weil der Crit würde mich jetzt niemals töten, egal was es tut. Ich war jetzt zweimal schneller, ne? Ich bleib also schneller, ne? Okay, puh. Ey, es wäre so krass gewesen, wenn ich jetzt einen Speed-Tie gehabt hätte und der Gegner eigentlich genauso schnell ist wie ich und er jetzt plötzlich schneller gewesen wäre und mich gekrittet hätte, dann wäre ich gestorben. Da hatte ich ein bisschen Angst vor. Die Gefahr lauert überall. Oh, da ist wieder Konfetti-Dude. So, jetzt, du bist doch jetzt quasi ein Safcon, oder? Du kannst doch also nur Härtner, oder? Oder sehe ich das falsch? Es kommt bis Level 2, was willst du mir? Alfi! Okay, ist kein Härtner. So, das ist schon mal das Erste, warum ich die Custom Move Pools vermisse. Jedes beschissene Safcon, jedes beschissene Kukuna, jedes beschissene Shaloko oder Poponcho oder wie die ganzen komischen unnützen Zwischenentwicklungen heißen bei Trainern, wenn alle nur Härtner können. Das ist schon wieder jetzt so ein Trigger-Moment, wo ich sage, ich will meine Custom Move Pools wieder haben, ne? Aber es klappt einfach nicht. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es ja probiert, es klappt einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Das ist wahrscheinlich so eine Einstellung für Nicht-Nuzlocke-Spieler oder so. Oder für die, weiß nicht, die Nuzlocke-Spieler, die sich sonst halt gar keine oder die ganz Hardcore-Challenges bevorzugen. Ich wünschte es, ich könnte es machen, ne? Es war halt wirklich lustig. Aber ich musste mir eingestehen, dass es zu krass war. Na, Mama hat mich mehrmals belehrt von wegen, ey Kind, das ist zu krass, ne? Das ist nicht gesund, das ist einfach boosted, don't do that. Und ich wollte so, nee, das schaffe ich. Ich krieg das hin. Hat nicht geklappt. Ich habe versucht, den Andreas zu machen, Leute. Es bleibt hier alles so, wie es ist. Hat nicht funktioniert. Ein Charmian. Hätte aber auch was Schlimmeres sein können. Ja, das stimmt. So, ein Charmian. Das ist ein wildes Pokémon, ne? Komm. No, ist schneller als ich. Du bist Level 4, warum bist du schneller als ich? Squeakle dich vor allen Dingen ziemlich fix. War das nicht so? Ich dachte mal, Squeakle ist recht schnell. Warte mal. Ja, geht, ne? 12 ist okay. Naja, okay, gut. Gut, okay, Goggy ist einfach stärker. Ihr seht schon, die Base-Werte sind schon ganz, ganz anders, ne? Also auch mit einem Level-Unterschied ist schon krass. KP hat er ein bisschen weniger, tatsächlich. So, jetzt habe ich einen Mogelhieb kassiert. Jetzt lade ich mich nochmal auf. Guck mal. Na gut, auf geht's. Wir haben den Wald überstanden. Jetzt kriege ich auf Route 3 nochmal ein Pokémon, Leute. Und hinter der Stadt nochmal. Dann habe ich 6 Pokémon. Und wir könnten nochmal versuchen, eventuell die erste Arena eventuell zu machen. Ich bin gespannt. Bei meinem Namen ist sonst nicht umsonst Gott dabei. Sag doch mal, was habt ihr denn jetzt alle so vor? Ja, weiß nicht, ich gebe mir jetzt einen. Nee, das sage ich jetzt nicht. Ich wollte gerade was sagen und ich denke mir so, nee, das verkneife ich mir an der Stelle. Sonst verliere ich wieder die YouTube-Monetarisierung. Habe ich keinen Bock drauf. Trainiere lieber. Lucy, lach nicht so frech. Du weißt gar nicht, was ich sagen wollte. Du hast keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Stop it. Ich wollte sagen, warte mal, wie kann man das in jugendfreundlich? Ich wollte ein bisschen am Gras naschen. Na, wie eine Kuh. Na, ich wollte ein bisschen am Gras naschen, wollte ich sagen. So. Bestimmt. Ja, wollte ich wirklich. Ich wollte wortwörtlich sagen, ich gehe mir jetzt einen reinziehen. Ne? Ich meine, hier ist ja auch Grünzeug, ne? Im Sinne von Pokémon fangen. Die Assoziation war halt nicht so weit entfernt. Lucy denkt schon wieder bestimmt was ganz anderes. Ja, ja. So sieht's aus. So, Leute. Werden wir erstmal Pokémon fangen. Und Leute, wisst ihr was? Wir werden jetzt Dexy dafür benutzen. Nee, reinorgeln hätte ich nicht gesagt. Uff. Ja, weil Dexy hat Gesang, oder? Ist das zum Fangen, glaube ich, gar nicht schlecht, oder? Kann man noch machen, denke ich. Warum nicht?
Aber ich kann es halt nicht schwächen, ne? Na ja, komm. Komm, no risk, no fun hier. Alfie, komm. Du fängst mir jetzt ein Pokémon, Brudi. Wir sammeln jetzt hier was ein auf Route 3. Let's go! Bitte sei was Gutes, bitte sei was Gutes, bitte sei was Gutes. Ich praise it to the RNG-Gods. Nein, warum? Hallo, noch was, was keiner attacken kann. Oh, Mann, oh. Noch was, was, was keine Attacken beherrscht. Ich kotze. Ah, diese Edition ist einfach verflucht. Die ist einfach fucking cursed. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn drei Pokémon fangen, die keine Attacken beherrschen bis Level 95 gefühlt? Das ist doch illegal. Das muss doch Grenzen haben. Das kann doch nicht gesund sein. Kudo war Jedi Match. Ich kotze im Strahl. Ah, da bin ich raus. Ich auch. Ja, fühle ich. Ich finde Hopfsprossen niedlich, so ist nicht. Dupes, oder war es bei einem der Y-Fails, dass du eins hattest? Weiß ich nicht, muss ich gleich mal gucken. Ich guck gleich mal. Aber warte mal, wenn denn gucke ich lieber jetzt, bevor ich Pokebälle verschwende dafür. Hast ja recht. Hatte ich Hopfspross? Oh, ich hatte einen Hopfspross. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. In Box, in der Schmutzbox, in der dritten Reihe, das dritte von links. Nee, vierte Reihe, das dritte von links. Ah, ist ein Platscher-Duo, ja, basically. Okay, oh, Dupes Claws. Hopfspross be gone. Geh weg. Hau ab. Das will ich nicht. Gib mir was, komm, gib mir wenigstens ein bisschen was Cooleres. Komm schon, wenigstens was angreifen kann. Please. Nee, geh weg. Stop it. Stop it, get some help. Ich will kein Hopfspross. Wann lernt Hopfspross Tackle? Auf Level 12 oder so? Aber ja, kann er gut aufgepasst. Ich hätte es schon fast vergessen. Och nee, Mama, warum? Mano. Okay, das mussten wir im vorigen Try auch fangen. Das war quasi Lucy. Und daher weiß ich ganz genau, dass das keine Dupes Claws war. Wir hatten nämlich vorhin auch einen Safcon. Also ich weiß ja, dass wir es in dem vorigen... Hatte ich das in der vorigen Edition auch? Warte mal. Hä? Aber ich hatte doch in der letzten Edition, also hier in dem vorigen Versuch, hatte ich doch auch schon einen Safcon. Aber ich habe ja gesagt, dass die nicht zählen. Ansonsten könnte ich jetzt inzwischen gar nichts mehr fangen. Der wäre Kabo oder auch eine Dupes Claws gewesen. Und Toxipet und die ganzen anderen. Also ich habe ja gesagt, die vorigen Tries der sechsten Generation zählen nicht, ne? Wohlgemerkt. Also hier in der Box habe ich kein Raupi, kein Safcon und kein Smetbull, oder? Ich hatte einen Bibor. Bibor hatte ich. Aber ich hatte kein Smetbull. Das ist ja eine andere Entwicklungsreihe. Also das hatten wir eben schon. Das muss ich nochmal fangen. Also so Return of Lucy, I guess. Toll. Das wird ja was. Safcon uses Harden. Ja, toll. Es lernt nur Härtner bis Level 10. Toll. Oh mein Gott. Hätte ich nicht wenigstens einen Raupi kriegen können, dann hätte ich wenigstens Tackle gehabt bis Level 7. Ach Mann, oh. Das ist doch scheiße. Man stelle sich vor, ein Dreierkampf mit Safcon. Safcon, Fluffel, Luff und Carpador. Hm. Dann nehmen wir wollen diese harte junge Dame. Was? Dann nehmen wir wohl... Achso, dann nehmen wir wohl diese harte junge Dame. Ja, Lucy uses Harden, Alter. Wait, what? Das hört sich falsch an. Kommt mir nicht mit Zweideutigkeit und kommt mir mit solchen Scheiß hier an, ja? Das ist ja illegal. So. Da, Ball. Plopp. Ich wollte gerade ganz kurz im Effekt was fragen und denke mir so, ja gut, okay, das frage ich jetzt nicht, nein. Stop it, Kai. Please don't do it. That's not good for mental health. It's emotional damage, Leute. Nur, dass Lucy vorhin bessere Attacken hatte. Ja, 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 doch leicht, ne? Schon. I mean, Kehrtwende und, wie hieß die komische Ampelleuchte? Kannst du gucken, was es auf der Route noch so gibt? Das kann ich machen, klar. So, also einen Spitznamen bekommt es ja sowieso. Jetzt ist jetzt die Frage, Lucy, willst du es nochmal riskieren? Do you wanna have a Smetbo again?
Denk dran, diesmal hat es keine zwei krassen Käferattacken, ne? Fairerweise. Was, wenn ich schon mal da bin und die Chance auf eins habe? Smetbo ist wenigstens ultra cute. Ja, stimmt. Goggi hat sich noch ein Feuerticket gegönnt. Geil. Na gut, dann glaube ich, ist Lucy auch die Einzige, die sich auf jemals so auf ein Safcon bewerben würde. Deswegen, Lucy, herzlichen Wunsch. Du bekommst ein Safcon. Muss ich da noch mehr zu sagen, Leute? Und ein Unlichtticket gönnt sich Goggi auch noch. Goggi hat ja richtig krass am Typen reservieren hier. Allzu lange mache ich heute auch nicht mehr, also lieber das als keins. Na gut. Then go, Leute, das nächste Pokémon im Team, was keine Attacken beherrscht. Ja, das ist doch toll. Ah, Mann, da freue ich mich ja umso sehr. Oh Mann, na, na, na. Hm, das sieht doch nach einem tollen, tollen Start aus. Olli gönnt sich noch ein Psycho, Alter. Ihr habt ja richtig den Typen, die Typen-Tickets habt ihr ja richtig lieb gewonnen, wa? So, ich hoffe jetzt, Lucy hat ja beim letzten Mal irgendwie noch eine Käferattacke auf Level 7 gelernt. Deswegen hoffe ich jetzt, dass Lucy vielleicht auf Level 7 irgendwie Tackle lernt oder so. Aber ich hoffe, das ist so. Ich werde mich jetzt auch wieder durch die Trainer hier durchschlängeln und ganz kurz ins Pokémon-Center huschen, bevor ich mich hier gegen die Trainer hier einsetze. Nebenbei können wir dann auch gleich beim, ja, hau ab. Lass mich durch, ich muss schnell ins Pokécenter, ich will mich heilen. Und ein Geist-Pokémon will Olli sich auch noch gönnen. Ja, Genta, lass mich in Ruhe. Hau ab, geh kusch. Los. Geh zu den Detective Boys und mach da wie Käse. Na, mehr als, was einen Rateintrag wird es ja eh nicht. Bis nach Vierte? Was für ein Ding? Willst du etwa nicht kämpfen? Doch, mach ich gleich nochmal. Ich will mich erstmal heilen. So, dann gucken wir mal, was es ganz kurz hier beim Einkaufen gibt. Kriege ich was Cooles? Oh, hier gibt's Gengarnit, Leute. Oh, Banger. Haben will. Das ist natürlich schon ein saftiges Item. Ey, hier gibt's einen Schafzahn. Damit könnte ich mir einen Skorgro entwickeln, glaube ich. Ne? Ich glaube, das ist hier das Skorgro-Item, oder? Oder ist das Snibunda-Item? Ich verwechsel die jedes Mal. Es gibt eine Schafklaue und einen Schafzahn. Das eine ist für Snibunna und das andere ist für Skorgro. Also die Skorgler-Weiterentwicklung. Frag mich aber nicht, welches für welches ist. Warte mal, das Zurückschrecken ist für... Ich glaube, das hier ist für Skorgro. Und die Schafklaue ist, glaube ich, für Snibunna, aber sicher bin ich mir nicht. Es gibt die E-Spritfeder. Ja. Damit kann man sein E-Auto auftanken, genau. Das wird sein, Silent. So. Aber Mom, was meinst du mit mehr als ein Rateintrag wird es ja eh nicht. Was meinst du damit? Da muss ich mal fragen, was du damit meinst. Ach so, das meinst du mit dem Rateintrag. Die Tickets sind echt zu billig. Naja, es ist ja wirklich nur ein Rateintrag, ne? Ey, Goggi, danke, dass du Olli einen Sub ausgeschenkt hast. Ey, super Ehre, dankeschön. Also ich habe sie ja günstiger gemacht, damit sie sich auch jeder wirklich leisten kann. Das war ja so gedacht. Und ich sag mal so, es ist ja wirklich bloß ein Eintrag auf die Räder, weil einfach die beliebten Pokémon wird man nie alleine haben. Das ist schon richtig so. Also du hast ja nicht mal eine Garantie auf ein Pokémon. Das ist halt eine Chance. So, Leute, ich werde jetzt Alfie und Goggi... schon wieder mit den Trainern hier trainieren, aber ich guck mal vorher, ob Lucy auf Level 7 Tackle lernt. Wenn das wäre, dann wäre schon... Ja, da wäre schon viel geholfen. Deswegen, ich hoffe, das klappt einfach. Ich merke gerade, ich habe das falsche Pokémon oben. Ja, ich weiß auch, wenn jemand neu reinkommt. Eben, ja, wenn halt jemand neu reinkommt, dann followt er, kriegt vielleicht 300 Kanalpunkte und dann kann man sich ja höchstens 2 Tickets kaufen, so. Und das kann man halt auch immer nutzen. Für die lang eingesessen sind so auch 300 Kanalpunkte oder was es vorher gekostet hat, halt immer ein günstiger Preis, weil ja viele von denen, die hier lang einjährig sitzen, haben hier hunderttausende Punkte.
Ja, ist scheißegal. Ey, Fanny, da ist auch nochmal den lieben X-Dermo ein Sub ausgegeben. Was? Dankeschön. Alter, ein Eleseba. Oh, das wäre cool gewesen. Oh, ein Elektro-Pokémon. Oh, Mano. Warum habe ich das nicht kriegen können? Warum musste ich einen scheiß Safcon finden? Oh, Mano. Was kann man mit 184.000 Punkte kaufen? Ein Long Dark-Ticket. Mama, du kannst einer der Long Dark-Bewerber werden, wenn du möchtest, aber musst nicht. Du kannst auch noch sparen. Es gibt vielleicht bald in Kürze oder in absehbarer Zeit zumindest eine neue Kanalpunkte-Belohnung, aber ich will hier nicht zu viel anteasen, ne? Was? Naja, ich habe ja gesagt, ich mache ja hier Seven vs. Wild in The Long Dark, ne? Ist ja als Projekt schon in Planung. Und dafür kann man sich für 100.000 Kanalpunkte sich eine Staffel reservieren, wo denn der Survivor nach dir benannt wird. Und du darfst dir verschiedene Dinge in der Staffel aussuchen. Du darfst quasi dann an meinem elektrischen Gaming-Format von Seven vs. Wild teilnehmen. Aber ich spiele trotzdem eure Staffel, ne? Ich habe kaum welche. Hatte doch damals 100.000 für Persona geopfert. Kann mich erinnern, ja. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt noch offen mit Persona? Hatte ich das inzwischen schon wieder weitergespielt? Ja, ich glaube ja, ne? Warte, warte, warte. Ich suche dir ein Streamspiel aus. Da ist noch Cyberpunk offen und Persona 5 in Klammern nicht Royal. Von Luigi allerdings. Das ist schon ein bisschen länger her. Ba-ba-da-ba-da. Wie lange ich diese Namen gehört habe, bis ich endlich mal auf Twitch gelandet bin. Ja, Olli, ne? Das ist komisch, ne? Man denkt so, man kennt die ganzen Leute irgendwie schon. Weil man ja alle Namen im Video schon mal gehört hat. Ist crazy, ne? Aber ja, Olli, viel Spaß mit den Emotes, ne? Und muchos Ehre an jeden, der hier Subs verschenkt, weil hilft mir finanziell, ne? Dankeschön. So, Alfie. Du musst jetzt unserer kleinen Lucy helfen beim Trainieren. Der kann schon Ruckzuckieb. Ich hätte auch gern Ruckzuckieb, Alter. Ich will auch. Ich will auch Angriffe haben. Please. Aber dankeschön für die Free Hugs. Also, ne, Mar, wenn du Lust hast, ich glaube, drei Leute haben sich hier bis jetzt eine Staffel gesichert. Nemu, Entchen und Louis. Louis ist Staffel 1, haben wir schon entschieden. Also, der war ja der allererste, der sich das gekauft hat. Dann war, glaube ich, Entchen und das dritte war, glaube ich, Nemu. Aber da bin ich mir nicht sicher. Muss ich in meine Tabelle gucken. Oh, es gab ein Eis. Ich hätte hier ein Eis kriegen können. Oh, Mano. Warum habe ich einen Safcon bekommen, Mano? Ah, der ist auch noch Level 5. Geil. Gib XP, gib her. Gib. Gib mir ganz viele XP, Mann. Ja, gegen meine Glut hilft ja auch kein Härtner. No. Kader mag ein Eis haben. Seh schon. Alter, du hast hier wieder voll den Zong. Ich habe hier richtig den Zong gegriffen, Junge. Ich habe so tief ins Klo gegriffen, Junge. Ich habe schon den Nachbarn seine Röhre in der Hand, Alter. Richtig ranzig. Kennt ihr diese Szene aus Werner, wo Röhrig so richtig tief in die Kacke da greift, ins Klo rein, um irgendeine Scheiße daraus zu holen? Und ich bin den Trainer gelaufen. Ich bin so ein Inter. Alter, ich komme von Inter Mailand, Leute. Ich kotze. Ach, Bruder. Alter, Carpador, easy. So, jetzt kommt das Carpador-Platscher gegen Safcon-Härtner-Battle. Who is gonna win? Oh yeah. Nee, ich will ein Evoli. Ja, schon klar. Oder ein Trassler. Kana wartet noch wie so eine Katze, lauernd so auf den... Oh, und ein anonymer Geschenkegeber hat Kana ein Sub ausgegeben. Hey Kana, viel Spaß mit den Modes wieder. Gönn dir. Auch muchos Ehre, dankeschön. Dankeschön. Ja, ich tausche aber trotzdem aus. Das Battle will ich mir nicht antun, das dauert mir zu lange. Hey, wir kriegen einen Hype-Train, Leute. Let's go. Hatte ich ja ewig nicht mehr, den Scam-Train. Wenn Twitch wieder versucht, den Leuten Geld aus den Rippen zu leiern. Ist toll, ne? Ich kenne auch irgendwie keinen Streamer, der das nicht Scam-Train nennt, bin ich ehrlich. Ganz komisch. Als wüssten alle, dass Skype, was Twitch damit vorhat. Hallo, Herr Kaierlöchen, Herr Nappo, grüß dich. Hype-Train! Ich meine, ey, wenn ihr euch Emotes gönnen wollt, dann macht das gerne, ne? Guck mal, weil ich so nett bin, gebe ich auch nochmal einen Sub aus. Guck mal, weil ich dann auch ein Emote kriege. Ich weiß schon, was Twitch hier versucht, ne? Kann ich das hier überhaupt über den komischen Challenger-Mode hier? Weiß ich gar nicht, ne? Ich glaube, ich kann das über den Modus gar nicht, ne? Das ist scheiße. Muss ich dafür in den normalen Chat? Das ist ja scheiße. Einstellungen? Nee, ich kann das nicht. Okay, der nicht. Schade.
Die Kämme habe ich geklaut. Nein, Kana, warum? Was, wieso haben wir 16 Zuschauer? Crazy. Was ist los? Die Cam fehlt irgendwie. Yo, Kana hat mir schon wieder die Cam gemobst. Das ist ja ganz frech. Aber Leute, wir sehen mal die Vorteile, Leute. Wir haben aktuell noch 5 Pokémon. Das hatte ich schon mal lange nicht mehr. Bin ich fair und ehrlich. Ne? Also 5 Pokémon, wann hatten wir das letzte Mal 5 Pokémon? Letztes Mal gefühlt in der 5. Staffel, Alter. Hast du einfach verloren, Pichu? Hey, das ist das Kämpfen, Mädchen. Kämpfen. So, Leute, warte, Goggi war dran und du warst dran und Safcon war dran, ne? Also, 1, 2, 3. Hey, ich bin wieder da. Hey, ich bin wieder back. Was geht? Ich geh mich nicht nochmal heilen, ja. Lex, dankeschön. So, schnell mal heilen. Mach ich schon wieder husten. Ja, Alter, ich hoffe wirklich, Safcon lernt Level 7 einfach Tackle, weil dann haben wir wenigstens 3 Pokémon, die kämpfen können. Wäre schon schön. Das wäre schon echt nice. Please. Make it happen. Ich dachte schon, mein Twitch schummelt. Nee, nee. Pokémon läuft immer irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Aber ja, Grüße an jeden, der hier ist. Ehre. So, Alfie, komm. Training für Hopfrost. Training für Olympia, komm schon, du schaffst du. Alfie. Bräuchte mal eine Attacke. Der kann ja Synthese. Das ist ja eklig. Das heißt, ich kann ihn nicht mal schnell töten. Nee, er kommt jetzt jedes Mal und heilt sich. Ach nö. Oh, weiß ich nicht, Digga. Mustard. Weiß ich nicht, Digga. Mustard. Platscher darfst du machen, aber keine Synthese, please. Ach, Mano. Ich will ja nur trainieren. Lass doch Alfie seine Erfahrungspunkte, please. Send help. Ah, danke. Ah, also das aktuell ist das Training und das Team echt... Das Käfer-Pokémon-Team war nicht viel schlimmer, bin ich ehrlich. Oh, Alfie erreicht Level 8. Immerhin. Oh, Pulverschnee. Perfekt. Oh, wenigstens etwas. Geil, Pulverschnee ist gut. Also ja, jetzt mag natürlich der Spezialangriff von unserem kleinen Kriegel nicht so gut sein. Ja, das mag mehr sein. Aber ich kann damit auf jeden Fall kleine Hopspross-Hops nehmen, weil das nämlich sehr effektiv ist. I mean at least something. Ne, wahrscheinlich ist Tackle immer noch stärker, das will ich nicht verheimlichen, aber trotzdem. Ich denke, es ist okay. Ne, es ist auf jeden Fall nützlich gegen so Pflanzen und Flug und ne, so alles, was sehr effektiv ist. Ne? So, trotzdem werde ich jetzt versuchen, nochmal den nächsten Trainer zu machen und Lucy noch entsprechend ein bisschen XP zu geben. Hi, du. Meine Mama sagt immer, einen Gruß muss man mit einem Kampf erwidern. Das sind aber komische Regeln, du. Meine Mama hat mir beigebracht, man soll sich nicht Gewalt verherrlichen und so, ne? Keine Gewalt! So, Lucy, Level 6 gegen Level 2. Normalerweise könnte sie den einfach platt machen, aber ich habe keine Attacken. Yay. Barschwer hätte ich übrigens auch gern gehabt, ne? Hätte ich statt dem Carpador. Oh, der Hype-Train ist schon lange abgefahren. Viel Glück beim nächsten Mal. Oh, schade. Twitch hat keinen Scam-Train abgeschickt. Das ist aber ärgerlich. Schade. Es wäre aber echt egal. Aber ich danke für die Subs, Mann. Super viel Ehre. Ja, das ist, als würde einer sagen, Mama hatte gesagt, wenn einer Hallo sagt, soll ich ihm ins Gesicht hauen. Ja, genau. Ist echt so. Wenn dich jemand grüßt, dann schlägst du ihm in die Fresse. So, jetzt gucke ich mal, ob der Pulverschnee mehr Schaden macht. Bonke. Los, du kleine Schnuffel. Alfie! Ja, macht gleich viel Schaden, denke ich. Ein Horny. I am horny. Horny, horny, horny. I am horny. I'm horny, horny, horny. I'm horny. I'm Ornithologe. So, kleine Kinder verhauen. Wer kennt's nicht? So. Ba, 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 ba. Wissen wir. Aha, Lön, warum weißt denn du das? Mhm. Müsste ich da was wissen?
Lin steckt so nachts Geräte an meinen Körper an, wenn ich schlafe und nichts mitbekomme. Und die gucken dann, ob ich horny bin. Warte, was? Muss ich nach versteckten Kameras in meinem Zimmer suchen, Lin? Muss ich irgendwas wissen? Warum holst du eigentlich nie das Item an der Treppe? Welches Item hat... Achso, das hier oben meinst du? Nur weil da oben ein Zerschneiderbusch ist. Hier ist ein Zerschnipplerbusch, den krieg ich nicht weg. Ich komme ja irgendwie nie bis zum Zerschneider, weißt du? Das ist immer ganz schwierig. Aber ich glaube, das sieht man nicht so gut, weil der ist so komisch grün. So, das ist, glaube ich, noch ein Trainer hier unten. Die mache ich jetzt auch noch. So, warte mal, ich habe gerade gegen den Trainer gekämpft. Du warst dran, ne? Und danach habe ich dich benutzt. Also, 1 und 2. Ja. Ich kenne die Edition nicht so gut. Alles cool, das fühle ich mit dir absolut. Inzwischen kenne ich den Anfang aber in- und auswendig aus irgendwelchen Gründen. Na egal. Komm, wir machen gleich den nächsten Trainer hier. Hi. Wollen wir zusammen die Pokémon studieren? Wie, ist das so ein Briefmarkenversammlungsvergleich-Dingsbums? Ihr wisst schon. Und ein Quickel. Das kenne ich irgendwie, das habe ich auch. Komm mal, das habe ich auch. Aber deins ist Level 6, aber mein Alfie ist schon richtig broken. Aber ich glaube, hier werde ich Gorki einsetzen, weil der kann einfach Glut machen. Wollen wir zusammen Doktor spielen, Kappa? Los mit dem. Was? Halt, stopp! Jetzt wird's aber frivol hier im Chat. Stop it. Ich meine, der Elche würde sich hier wohlfühlen, aber das können wir ja nicht machen. Das geht ja nicht. Hey, wait, that's illegal. So. Leute, mir gehen da wieder meine YouTube-Aufnahmen drauf. Das könnt ihr doch nicht machen. Nachher wird wieder plus 18 Content als Werbung hier über meine YouTube-Videos geschaltet. Na, dann kriege ich wieder Werbung von diesem komischen Anbieter. Wisst ihr, da auf der Top-Lane. Ornhub heißt der. Ne? Der bietet Orn-Videos an. Ne? League of Legends-Spieler kennen sich da auf jeden Fall aus. Du musst ja nicht alles laut vorlesen. Naja, aber es ist ja Sinn und Zweck, dass der Twitch, dass der YouTube-Pöbel wenigstens auch mitbekommt, was hier im Twitch-Chat so abgeht, ne? Damit die sich auch endlich mal verleitet fühlen, da auch endlich mal hier rein zu joinen. Och ne, Kana, echt jetzt? Mano. Ja, und die zahlen gut, habe ich gehört. Das stimmt allerdings. Ey, Alter, perfekte Idee, Mann. Ich verkaufe einfach Fußfotos. Ich habe gehört, das ist ein gutes Geschäftsmodell aktuell. So, los, Goggi. Goggi-Action! So, jetzt muss ich erstmal einen politisch nicht korrekten Witz vorlesen. Und Lynn hätte auch noch gern Quote. Na, jetzt wird's ja wieder lustig hier. Ich sehe schon, die heutige Monetarisierung ist gesperrt wegen fragwürdigem Content. Okay, erst den Quote, Leute. Kommt auch das Klientel an mit den Fußfotos. Aha, Lucy kennt sich da aus. So, Quote 159 wurde gesagt beim Hard Gold Soul Silver Spielen. Am 2. Juni 2021. Mit dem Zitat: Zwirklob zu Fürz, Zwirfinst. Ich wollte das irgendwie umdrehen. Zu Fürz Zwinst oder so, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher, was das für ein Versprecher war, aber irgendjemand fand ihn auf jeden Fall lustig. Weil ich Furz gesagt habe. Also Fürz. Ne? Passiert. Okay, unlustig. Ich finde auch, aber irgendjemand wollte es quoten, ne? So, einen politisch unkorrekten Witz, Leute. Den habe ich hier in meinem Pott. Hier habe ich meine Tasse mit Zetteln drinne. Da stehen unpolitische Witze drauf. Politisch unkorrekte Witze drauf. So rum. Ich grabbe mir jetzt hier einen Zettel raus. Aus diesem Topf. Dann in 4 Minuten nochmal. So, was habe ich denn hier? Was hat mir denn hier mein Kumpel aufgeschrieben? Also alle Tierfans, explizit Hundefreunde, hören jetzt vielleicht weg. Aus gutem Grund. So Leute, ich zitiere, na, von dem, was hier auf dem Zettel steht, ne? Da hier, da ist Text. Kann man vielleicht halbwegs lesen, ne? Ist Druckschrift, ausnahmsweise mal, ne? Also ich kann ja nicht schön schreiben, aber ein Kumpel hat das ganz gut gemacht hier. So, wie nennt man einen Hund ohne Arme und Beine? Ist egal, kommt eh nicht, wenn ich ihn rufe. Warum stehen hier solche Dinger drauf? Weiß ich nicht. Er ist schon unschön. Aber hey, Leute, deswegen politisch unkorrekt.
Oh, der Benji-Emote. Oh, der trifft mich gerade besonders hart. Es tut mir doch leid. Der ist übertrieben gut. Benji is not amused. Ich habe ja gesagt, alle Hundefreunde müssen mal schnell weghören. Ich hole mir nebenbei was zu trinken aus dem Kühlschrank hier. Ich habe schon wieder nichts mehr zu saufen hier. Kann doch nicht wahr sein. Es tut mir doch leid. Ich habe einfach einem Kumpel gesagt, komm, schreib mir mal schlechte Witze auf. Und er so, hä, wofür denn? Ich so, naja, die kann ich im Stream benutzen. Benji hört alles. So. Bücher allein bringen es eben nicht. Auf die Erfahrung kommt es an. Das ist bei den, das ist wirklich immer so bei diesen Briefmarkenversammlungs Vergleichsportalen. So. Ah, schön. Wo hat denn Lucy wenigstens eigentlich Level 7 erreicht? Nee, noch nicht. So, ja, unpolitische Witze, ey. Ich glaube, das müsste ich mal für YouTube-Aufnahmen deaktivieren. Ich glaube, das kriege ich mal Ärger mit YouTube. Das Lustige ist, ich bin gerade dabei, diesen Prozess zu machen, damit ich meine eigene YouTube-Monetarisierung aufstellen kann, ohne irgendein YouTube-Netzwerk. Oh no. Nein, nicht das arme Plüschtier. Lissy, wieso? Richtig wasted. Okay, Lucy hat aber fast Level 7, Leute. Sie schafft es. She can do it. Der Witz war wasted. Ich finde ihn nicht gut, aber er ist halt schon echt ein bisschen böse. Er ist schon echt ein bisschen bösartig. Aber die sind alle ziemlich bösartig, ne? Ich meine, den letzten, den extrem langen Witz, den ich da hatte, wo ich einfach nur auf dem Zettel vom Kumpel geschrieben habe, eine 001, und der hat mir einfach was in der Textdatei geschrieben, fand ich auch gut. So, Goggi hat sich noch ein Fee reserviert. Hey, Goggi, du bist ja richtig dabei, wa? Lissy hat wieder zugeschlagen, ja, ist echt so. So, macht der Tackle mehr Damage? Ist die Frage jetzt. Na, ich würde sagen, gleich viel ungefähr. Bisschen weniger, glaube ich. Oh, Olli. Nee, sowas lese ich hier nicht vor. Alter. Der ist schon auch nicht so schön. Uff. Vor allen Dingen, der hat ja erstmal so 3 Sekunden in meinem Gehirn kochen müssen, bis ich ihn gecheckt habe, so. Bin ich ehrlich. Wobei Smogman ist wahrscheinlich Pulverschnee besser, I guess. Der musste in meinem Kopf gerade erstmal 3 Sekunden kochen, bevor ich den gecheckt habe, ne? Bin ehrlich. So, aber Lucy und Alfie haben wieder gefightet. Jetzt habt ihr wieder die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, Kanaman, wo musstest du jetzt echt die unpolitischen Witze rausholen? Das ist nicht gesund für den Chat, Leute. Das ist aber nicht gut. Oh, Alfie macht gerade Solo-Carry hier. Bonk. Lockduft. Drogen. Alfie, boom, Junge. Easy. Hops-Nehmung wurde eingeleitet. Ja. Lauka, wie viel Pokémon hat denn der, Alter? Komm, jetzt Goggi kriegst du auch noch einen ab hier. Komm schon. Soll ja auch, aber der Goggi soll ja auch mal Punkte kriegen hier. Was soll denn das? Einfach, weil ich es kann. Naja, keiner. Das merke ich mir. Pass auf, Muno. Oh no, ich habe Kritz kassiert. Ich weiß nicht womit, aber es war schwach. Das gibt noch Rache, Kana, sag ich dir, du. Ich komme vorbei und klau dir Kuscheltiere. Voll die krasse Bedrohung, so. Stell dir vor, jemand droht dir mit dem Friedhof der Kuscheltiere. Wobei, da könnte Kana eher mir drohen. Fairerweise. Na, no. Punkte für alle, außer die Attacken haben. So, Lucy hat Level 7 erreicht. Hat sie Tackle gelernt? Habe ich es übersehen? No. Lucy, warum? Warum lernst du keinen Tackle? Warum nicht? Ich hatte so gehofft, dass es vielleicht doch irgendwie noch einen Tackle gibt. Na gut, immerhin kommen wir unserem Schmettboja deutlich closer, I guess. Wir haben 3 Pokémon ohne Attacken. Es ist so terrible. Es ist crazy, crazy, Leute. Aber gut. Lassen wir uns nicht entmutigen. Neuer Versuch. Oh, noch ein Quote. Warte. Ein Quill. Nee, nicht Quill. So, was haben wir denn hier? Oh. Okay. Steven, Alter. So, den Quote habe ich beim Fallout 4 Spielen im Stream geäußert.
Und das ist der liebe Quote Nummer 184. Gesagt wurde das am 4. September 2021, also sehr exakt von vor exakt einem Jahr, ein Tag plus minus, mit der Aussage, ich bin Fan von 10 mm, deswegen kann man das mal machen. Ja, da hat natürlich wieder jemand etwas Sexuelles draus gelesen, ihr Schlingel. Ja, kann man, aber, man kann auch mal Fan von 10 mm sein, warum nicht? Das ist doch auch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. Kann man nochmal machen. Ich sehe da gar kein Problem drin. Ja, sogar auf sexuelle Aussage. Und jetzt? So, da liegt noch ein Item. Dankeschön, das nehme ich. Ein Voltensonit. Ich verkneife mir jedes Kommentar dazu. Ja, ich bin ja als Mann. Ich brauche nicht so viel mehr als 10 cm, ne? Also. Verstehen wir mal richtig. Okay, der Chat nimmt ganz komische Folgen an. Da lasse ich mal lieber. Das ist ganz illegal. 10 mm sind ziemlich nette Patronen. Siehst du, Olli versteht mich. Da kann man gut mit schießen. Ne? Also so waffentechnisch. Ne? Viel Erfolg und lass uns leben. Ich gebe mir Mühe, Lucy. Ich gebe mir Mühe. Aber ich mache auch jetzt, ich glaube, ich nach der Folge hier Schluss. Alles, was du sagst, macht es nicht besser. Das war auch gar nicht meine Absicht. Aber ich bin ja ein Mann, also, ne? Also, ich brauche ja mehr als 10 mm nicht, ne? Wisst ihr Bescheid? Also, ne, wenn es ums Receiven geht, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Ne, beim Austeilen, da muss ich ja sowieso mit dem leben, was ich habe. Das ist ja nochmal ein anderer Faktor. Aber, ne, so beim Receiven, ne? Wenn da jemand 10 mm mitbringt, ja, warum nicht, ne? Das ist ja geil, Chat in komische Form genannt. Und die findet man auch, was? Die findet man auch bei jedem Raider auf der Tasche. Das stimmt ja. Nee, ja, 10 mm sind in Fallout wirklich eine sehr gute Munition. Findest du überall. Pistolen sind sehr nützlich. Der sagt mir was über Ordnung, will ich nicht. Ich will Items. Gib mir Items! Das stimmt wirklich. Ich finde, nur noch häufiger ist, glaube ich, diese komische 38er-Munition. Die von der Schrottmunition. Ne? Das ist noch, glaube ich, noch mal ein bisschen häufiger. Aber die ist auch fucking useless. Weil die kann man nur auf irgendwelche komischen Modifikationen drauf basteln, die übel schwer zu bauen sind. Oder du hast halt so eine Schrottwaffe, die halt echt schlecht ist. Das ist generell nicht so die beste Idee. So, in den Modeshop muss ich nicht rein. Dann gucke ich mir hier nochmal um. Gibt es hier noch welche Items geschenkt? Einen Superball! Ne, nehme ich. So, wir haben noch... Ne, wir haben schon eine Stunde und 7 Minuten, Leute. Das ist schwer vorbei. Ich würde jetzt auch ungern um 23 Uhr noch eine Aufnahme starten, Leute. Wie sieht's aus? Wollt ihr noch eine Folge unbedingt? Ich meine, eine würde ich noch machen. Ich hätte schon Bock irgendwie. Weil wir sind inzwischen hier in dem 5. Restart und ich würde schon gerne noch mal Progress sehen, bin ich ehrlich. Also ich würde jetzt gerne noch wenigstens noch die Roten abfischen, den Pokémon fangen... Und vielleicht auch sogar noch mal wenigstens irgendwie... Was? Möchtest du einen Marakamba gegen meinen Yanma tauschen? Das würde ich sogar machen, weil Yanma ist stärker als Marakamba, definitiv. Würde ich machen, wenn ich einen Marakamba hätte, würde ich das tun. Ne, Marakamba ist ein Pokémon, ein Pflanzen-Pokémon, was sich nicht entwickelt. Das ist quasi Low-Budget-Tuska, das will ich nicht. Yanma würde ich nehmen, da kann ich einen Yanmega draus machen, das finde ich cool. Das ist mein Ingame-Trade, den ich auch erfolgreich absolvieren würde, wenn ich denn könnte. So, wie sieht's denn aus? Was, 5-mal verkackt in dieser Region? Ja, Steven. Die erste hat ein Scheitern erlitten aufgrund eines Technical KOs. Ich habe nach einem Update des Emulators den Mod-Ordner geswiped gesehen. Also der Mod-Ordner war zwar da, aber es war nichts mehr drin. Und da ich kein Backup gemacht hatte, war quasi die gesamte ROM wieder auf Vanilla umgestellt. Das heißt, keine random TMs mehr, keine random Routen-Pokémon mehr, keine random Trainer mehr. Es war alles wieder Vanilla. Das Einzige, was noch beibehalten wurde, waren die Pokémon, die wir im Team hatten und die wir auf der Box hatten, was jetzt nicht so wirklich viel bringt, fairerweise, weil dann könnte ich zwar meine random Pokémon der ersten 2 Orden behalten, aber ich hätte halt danach Vanilla weiterspielen müssen, das wollte ich nicht, das fand ich doof und ein Backup hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, weil wer rechnet denn damit, dass wenn ich mein Emulator update, dass mein Mod-Ordner geswiped wird? Da rechnet ja keiner mit so. So, dann habe ich die zweite Region wieder restartet und habe den Random Move Pool der Gegner ein bisschen angepasst. Da habe ich so hart auf die Fresse bekommen, dass mir das Porenta der ersten Arenaleiterin komplett den Arsch abgewischt hat, sodass ich einfach quasi im Grab lag.
und hinten bei ihr irgendwo auf dem Hof verbuddelt wurde, unterm Boden, und mir die Radieschen von unten angucken durfte. Und der dritte Try, der ist noch vor dem ersten Orden gescheitert, obwohl ich mir eigentlich versucht habe, leichtere Regeln zu machen. Also ich bin inzwischen auch zweimal Game Over gegangen, fairerweise. Deswegen ist das jetzt hier inzwischen der vierte Versuch für diese Staffel. Und ihr seht an den Pokémon, es wird nicht wirklich besser. Ganz schwierig. Na, ist egal. Macht nichts. Guck mal, wir können jetzt hier noch ein Pokémon fangen auf Route 22. Das würde ich aber erst nächste Folge machen. Ihr habt gesagt, ihr würdet noch eine sehen wollen. Dann bin ich dabei, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Und dann, ach nee, Quatsch, ich muss erstmal Folge beenden. Leute, erstmal danke fürs Zuschauen auf YouTube. Muchos Ehre, Dankeschön dafür. Kuss geht raus für den Support. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Tschüssi, Kuss hier und ciao.